Mit mehr als 25.000 Toten und knapp 220.000 Infektionsfällen ist Spanien eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder der Welt. Die Zahlen werden aber seit Mittwoch immer besser. Alles war sehr chaotisch und aufgrund der Umstände hat es viel Arbeit gegeben in dieser ganzen Zeit. Es war auch persönlich für mich sehr schwer, das bringt aber der Beruf im Gesundheitsbereich mit sich. Es ist schon 51 Tage her, oder? Ich glaube, ich habe mich zwar verrechnet, aber ich freue mich, wenn die Kundschaft kommt. Ich weiß aber nicht, wie sie reagieren werden. Denn die sind alle ziemlich verschreckt wegen der ganzen Titelseiten und Schlagzeilen. Es ist eine außergewöhnliche Zeit. Man hält eher Abstand im Alltag. Es ist ein sehr seltsames Gefühl, denn die Wahrheit ist, dass sich alles sehr verändert hat. Aber nun kommen wir irgendwie durch und wir warten darauf, dass die Normalität langsam wiederkehrt. Das wird vermutlich einige Zeit dauern. Mehrere Oppositionsparteien, die bisher diese dritthöchste Notstandsstufe mitgetragen hatten, teilten mit, dass sie diesmal mit Nein votieren könnten. Der Ausgang war wegen der Parteienzersplitterung völlig ungewiss. Der Minderheitsregierung sind nur 155 der 350 Stimmen sicher. Im von der Corona-Pandemie schwer betroffenen Spanien stimmt das Parlament am Mittwoch über eine Verlängerung des Alarmzustands um weitere 2 Wochen bis zum 23. Mai ab. Ministerpräsident Pedro Sánchez muss dabei nach 3 gebilligten Verlängerungen befürchten, dass sein Antrag erstmals zurückgewiesen wird. Gegen eine weitere Verlängerung sprach sich erstmals unter anderem die stärkste Oppositionsfraktion, die konservative Volkspartei PP, aus. Die Opposition wirft Sánchez Fehler, Alleingänge und Widersprüche im Kampf gegen die Krise vor. Sánchez warnt unterdessen, eine Aufhebung der Maßnahmen würde das Land ins Chaos stürzen. Im Rahmen des Alarmzustands durfte Madrid die Rechte der Bürger einschränken. Es gilt zum Beispiel seit dem 15. März eine strikte Ausgangssperre, die erst seit wenigen Tagen schrittweise gelockert wird. Nach der Erlaubnis für sportliche Aktivitäten zu bestimmten Uhrzeiten und der Öffnung kleinerer Geschäfte auf Terminbasis sollen ab nächsten Montag unter anderem Lokale im Freien wieder öffnen dürfen, wenn auch mit begrenzter Kundenzahl. Bislang hat unter anderem Michelin-Starkoch Rodrigo de la Calle seine Spitzenrestaurants auf Lieferservice umgestellt. Ich starte dieses Projekt hier in El Invernadero, Liefer- und Takeaway Lebensmittel zuzubereiten. Dabei konzentriere ich mich auf Gerichte aus Gemüse und Reis, also zum Beispiel Paellas. Das ist meine Spezialität als Koch. Auf die gleiche Weise habe ich damals mein erstes Restaurant eröffnet und jetzt fange ich halt wieder an und mache die Dinge alle selber. Ich koche, packe, liefere, alles im Alleingang sozusagen. Natürlich habe ich ein bisschen Hilfe. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das ein Ausweg ist aus dem sinkenden Schiff und dass wir bald in der Lage sind, wieder an Land zu gehen und den Rest der Geschäfte zu retten.